das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talk-Woche hier bei uns. Wie immer montags frei und offen die Sendung für eure Themen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Mein erster Anrufer ist Marco. Marco ist 26. Hallo Marco, guten Morgen. Hallo Domian. Hi. Marco, was geht's? Es geht darum, ich bin eifersüchtig auf einen Mann, der mit einer Frau zusammen ist, die ich noch nie gesehen habe. Du bist eifersüchtig auf einen Mann, der mit einer Frau zusammen ist, den du noch nie gesehen hast? Ja, auf Fotos schon, aber nie persönlich gegenüber gestanden. Erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Also, ich habe vor ungefähr einem halben Jahr, September letzten Jahr, habe ich im Chat eine Frau aus dem Sauerland kennengelernt. Und seitdem haben wir ja regelmäßigen Telefonkontakt, allerdings nur übers Telefon. Ja. Und ich schon so ein kleines bisschen in die Frau, verliebt, ja, bin schon ein bisschen verknallt. Also wir sind so auch ziemlich auf derselben Wellenlänge, haben dieselbe Art von Humor, mögen so ziemlich auch dieselben Sachen. Ja. Sie ist im Sauerland, sie wohnt im Sauerland. Sie wohnt im Sauerland. Und ja. Wie weit entfernt wohnst du? Ich wohne im Ruhrgebiet. Ist ja nicht so weit. Ja gut, aber wenn man auf öffentliche Nahverkehrsmittel dann angewiesen ist, Okay. Ja gut. Okay, das läuft jetzt ein halbes Jahr, seid ihr am Turteln per Telefon? Nicht unbedingt. Na, ihr unterhaltet euch gut. Ja, wir unterhalten so. Uns, ja. Ja. Also es kam schon mal vor, dass wir dann sonntags schon mal, 8 Stunden am Stück telefoniert haben. Wird nur über dies und das telefoniert oder geht's auch schon mal heißer zur Sache? Nein, nur über dies und das. Also es gab noch keinen Telefon. Also keinen Telefontext oder okay. Sowas gar nicht. Gut, hätten wir das auch geklärt. So, und du bist eifersüchtig auf, jetzt erzähl mal etwas über den Mann oder von dem Mann. Also das ist jetzt so gut, jetzt auf dem Tag so ungefähr genau 4 Wochen, dass sie jetzt mit jemandem zusammen ist, den sie ironischerweise im selben Chat kennengelernt hat wie mich. Ach so. Aber dieser Mann wohnt nur ungefähr 20 Minuten entfernt von ihr. Und? Mit diesem Mann ist die seit 4 Wochen zusammen? Ist sie jetzt seit 4 Wochen zusammen. Die haben sich getroffen. Ja. Und bei denen hat es dann wohl dann Klick gemacht. Hättest du dich vielleicht auch mal ein bisschen eher mit der Frau treffen sollen? Ja, aber das ist ja, sie hat sich eigentlich immer, von einem Treffen wollte sie nicht. Ach, sie wollte das nicht? Nein, sie wollte es nicht. Du wolltest das schon? Ich wollte schon, klar. Also. Und warum wollte sie das nicht? Weil ich eigentlich nicht in ihr Beuteschema passe. Das heißt, sie hat ein Bild von dir gesehen schon? Ja, klar, sie hat ein Bild von mir gesehen. Ach so, also sie ist nicht scharf auf dich, heißt das? Nein, also mehr als Freundschaft wäre also von ihrer Seite, als wie gesagt, wäre also nie... Ja, somit wäre der Fall ja geklärt. Ja, aber ich sag mal, solange sie ja noch Single war, habe ich ja immer noch so die Hoffnung gehabt, vor allen Dingen, weil wir schon darüber gesprochen hatten, was ich so an mir, an meinem Leben ändern müsste, damit ich eine Chance bei ihr hätte. Na, das Beuteschema wirst du nicht an dir verändern können. Also ihr Beuteschema. Auf was steht sie denn so bei Männern? Ich will das mal so ausdrücken. Sie steht auf Terence Hill, aber ich bin mehr Bud Spencer. Ach so. Ja, siehst du, das kannst du doch von dir aus nicht verändern mehr. Abnehmen geht ja immer, ne? Ah, ja. Nur eine Frage des Willens. So, aber jetzt hat sie hat jetzt einen Freund. Genau. Sie hat zu dir gesagt, mehr als Freundschaft ist sowieso nicht drin. Genau. Auf deine Person bezogen. So, jetzt heißt es für dich eigentlich, den Realitäten klar ins Auge zu sehen und dir die Sache aus dem Kopf zu schlagen. Ja. Finde ich. Es geht ja auch eigentlich nicht darum, dass, also, auf einer anderen Seite, gönne ich es ihr ja auch, weil sie hat ziemlich öfter schon, dass sie mit Männern da auf die Schnauze gefallen ist, ja. Und Probleme hat. So, auf der einen Seite gönnst du es ihr, auf der anderen Seite gönnst du es ja nicht. Ja, aber ich
ich gönne es ihr nicht, dass sie mit gerade mit diesem Kerl zusammen ist. Wieso gerade mit diesem? Den kennst du doch gar nicht. Gut, ich habe von ihr gehört, wie der so aussieht und... Ist einfach ein Scheißkerl, deiner Auffassung nach, und sie sollte lieber mit dir zusammen sein. Nein, also, nee, Scheißkerl, um Gottes Willen, ich will den guten Mann ja nicht beleidigen, aber ich finde, er ist einfach nicht, so was ich bis jetzt gehört habe, finde ich, er ist einfach nicht genug Mann für sie. Aha. Du meinst, du wärst das? Würde ich nicht sagen, aber ich sag mal, dieser Marco, Kerl, über was reden wir? Die will dich nicht, Mensch. Die will dich nicht. Ja, was reden wir da? Aber das nervt. Natürlich, es ist nie schön, ins Gesicht gesagt zu bekommen, du entsprichst nicht meinem Beuteschema und ich will nur guter Freund mit dir sein, wenn man selbst was anderes will. Ist klar, das ist nie schön, das ist immer hart, aber das ist nun mal so. So ist es. Ja, aber wenn sie sich jetzt wenigstens noch so einen richtigen Kerl angeangelt hätte, aber da nicht so ein... Ja, Marco, aber das ist doch müßig, darüber so zu reden. Ich habe mich ja selber nicht verstanden, dass ich gesagt habe, ich bin eifersüchtig auf diesen Kerl und ich habe sie noch nie gesehen, wir haben uns noch nie getroffen und ich bin eifersüchtig auf den Kerl und das ist mir irgendwie... Ja, weil du dich einfach zu lange da in eine Sache reingesteigert hast, ja, ne, die wahrscheinlich schon früh genug Signale gesetzt hatte, diese Frau, dass das nichts wird mit euch beiden. Ja, was ja dann auch cool, und kurz bevor sie diesen Mann ja dann kennengelernt hatte, war sie eigentlich dann schon so weit, dass sie gesagt hatte, ja gut, dann komm halt mal vorbei. Ja, aber das sind doch Krumen, die sie dir vom Tisch runterwirft. Dann komm mal. Marco, vergiss es. Und wenn dir das irgendwie zu sehr ans Herz geht, mit ihr weiter zu telefonieren und auf gut Freund zu machen, dann lass es erstmal ganz sein. Das ist immer die beste Methode, finde ich. Vielleicht, wenn du dich, wer weiß, es geschehen Zeichen und Wunder, wenn du dich ganz von der jungen Dame entziehst, vielleicht wird sie ja dann interessiert, aber ich will ja keine Hoffnung machen, das klingt alles nicht gut. Ich meine, so ein paar kleine Gewitterwolken sind ja bei denen schon so ein bisschen aufgezogen, die haben schon ihren ersten Streit Ganz im Ernst, ich würde wirklich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, würde ich da auf Rückzug gehen, weil das klingt alles nicht gut und du hältst dich da so lange mit auf und verrennst dich da in eine Geschichte rein und kommst jetzt auf schlechte Gefühle, mit Eifersucht und so, geh auf Abstand, ich glaube, das ist das Beste. Ja, mein Lieber. Okay, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Euch dir auch. Danke, tschüss. Alles klar. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch hier unter unserer bekannten Telefonnummer, kostenfreien Telefonnummer, oder mailt domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich herzlich Isabel und Isabel ist 21. Hallo Isabel. Hallo Isabel. Isabel schweigt. Ich höre auch kein Knacken in der Leitung. Isabel, dann gehen wir mal zum nächsten. Dann machen wir weiter mit, frage ich meine Regie. Ich könnte euch vielleicht zwischendurch schon mal erzählen, was wir morgen machen. Morgen heißt unser Thema die Schattenseiten der Liebe. Mit euch möchte ich gerne über die Schattenseiten der Liebe sprechen. Eigentlich haben wir alle ja, die ja schon mal erfahren, wohl oder übel. Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit der Liebe gemacht? Also Stichwort schlimme Eifersucht, Hörigkeit, Gewalt, vielleicht etwas Übles aus blinder Liebe getan oder dass die Leidenschaft vielleicht verloren gegangen ist und man trotzdem noch liebt, aber die Schattenseite der Liebe ist die verloren gegangene Leidenschaft. Also die Schattenseiten der Liebe, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr dazu morgen gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch morgen. Heute nach wie vor eine freie Themennacht. Thomas ist hier. Thomas ist 35. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo. Und du, ich habe voll das Problem. Ich habe eine Freundin seit 2002. Ja. Bin ich in eine Stadt gezogen, die will ich jetzt gerne, will ich nicht nennen, so, ne? Mhm. Ich habe eine Freundin kennengelernt halt. Ja, und... Ich unterbreche mal ganz, ganz kurz, Thomas. Ja. Die Freundin hast du seit 2002. Richtig. Ja. Ne, und die betrügt mich erstmal, das erste Mal war nach 2 Wochen mit einem Ex-Freund. Mhm. Ne, und so, da war wieder Schluss und zuck, ich 6 Jahre sind wir zusammen gewesen, im Urlaub hat sie mitgenommen, so. Und mich halt, ja, wie soll ich sagen?
Ja, sie wollte mich auf eine bessere Bahn bringen. Ich habe mit Drogen ein kleines Problem, ne? Sie gar nicht. Wir reden jetzt immer noch vom Jahre 2002. Ja, aber ja. Ich war noch bis letztes Jahr mit ihr zusammen. Ja, wo liegt das Problem jetzt? Ja, dass sie mir trotzdem mal schöne Augen macht, obwohl sie noch den neuen Freund jetzt hat, ne? Und sie kommt auch immer vorbei noch. Also, du bist von dieser Frau getrennt. Ja. Wer hat sich da von wem getrennt? Sie von mir. Sie von dir. Warum? Welche Begründung? Ja, einfach so halt. Nee, einfach so trennt man sich nicht. Man sagt... Nein, doch, wirklich. Wie sie hat gesagt, ich trenne mich jetzt, auf Wiedersehen? Ja, sie hat da einen neuen gehängt und ist dann zu denen hin. Ja. Na, und auf jeden Fall... Also es gab keine großen Auseinandersetzungen mehr, nee, keine Gespräche, nicht. Keine Streitereien, gar nichts. Es ist so sang- und klanglos, es ist zu Ende gegangen. So sieht's aus. Ja. So, und jetzt macht sie dir schöne Augen, wie du sagst. Ja, und wir sind so eine Clique, ne? So eine kleine Clique sind wir. Und dann hat die einen neuen Freund und ja, knutscht mit denen da rum vor meinen Augen und sie weiß, wie eifersüchtig ich bin, ne? Und macht das. Okay, das ist ja noch wieder was anderes. Jetzt gerade hast du gesagt, sie macht dir schöne Augen. Das heißt, sie ja. Was heißt das? Also sie hat im Moment, sie hat einen neuen Freund und knutscht auch mit dem in der Öffentlichkeit rum. Und was macht sie jetzt, wie verhält sie sich dir gegenüber? Ja, erstmal so abweisend, aber kommt trotzdem abends, nachts oder was zu mir. Um 2-3 Uhr, bling blong. Wie, sie kommt, also sie kommt nachts zu dir? Moment, sie kommt nachts zu dir nach Hause? Ja, ja. Und dann? Ich denke, boah, was ist denn das, ne? Mach ich Tür auf, ja, sie, Pizza, Peng, was da. Ich so, boah, ey, was ist los? Ich hätte da Besuch haben können. Oder wäre ich wieder gegangen? Ich verstehe kein Wort. Also, es klingelt nachts bei dir an der Tür. Und dann kommt, was kommt, deine Pizza oder wer oder was? Nein, keine Pizza, sie kommt. Sie kommt. Warum kommt sie? Ja. Warum kommt sie? Weil ich angerufen habe. Wie, warum hast du sie angerufen? Ja, weil ich sie oft anrufe. Also sie kommt nicht freiwillig. Sie kommt, weil du anrufst. Ja. Warum rufst du sie denn? Warum rufst du an? Weil ich sie gerne habe. So, und dann kommt sie in der Nacht vorbei und was passiert dann? Ja, nicht immer, aber... Ja, wenn du vorher angerufen hast, das habe ich schon verstanden. Und was passiert dann? Ja, dann schellt sie halt hier, Sturm so nachts um 3 oder so. Soweit waren wir schon mal. Was passiert dann, wenn sie in der Wohnung ist? Ja, wenn jemand hier ist, dann läuft alles. Wie bitte? Dann wenn sie hier bei mir in der Wohnung ist, dann läuft es halt, wie was laufen heißt? Sollte. Das heißt, ihr schlaft miteinander? Ja, ja, richtig, ja. Und das ist so ein Ding, weißt du, und ich kann von der einfach nicht loslassen und ich sehe sie jeden Tag, ne? Ja, aber, also sie hat weiterhin ihren Freund. Sie hat einen neuen jetzt, ja. Ja, und wie oft kommt das vor, dass sie dann nachts zu dir kommt? Oh, jetzt ist schon ein bisschen her jetzt. So. Nein, die Frage war nicht wann, sondern die Frage ist, wie oft das vorkommt. Thomas, ich mache mal einen Vorschlag. Wir kommen irgendwie so nicht weiter. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann machen wir das im Hintergrund mal ein bisschen Nägel mit Köpfen. Okay, also ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Isabel, nochmal. Isabel, 21 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Da bist du. Ja. Schön, dass du da bist, Isabel. Ja, danke. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe eine Freundin, also ich bin halt andersrum. Du bist lesbisch. Ja, genau. Ja. Okay. Und ich habe einen 5-jährigen Sohn. Ja. Und ich bin jetzt mit einer 26-jährigen zusammen. Mhm. Und aber die zwei, die verstehen sich nicht. Der Sohn und deine Freundin? Ja, genau. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Ja, fast ein Jahr. Aber ich liebe halt noch jemand anders. Und ich weiß nicht, wie ich sie das sagen soll. Weil sie immer Alkoholikerin war. Also du liebst noch jemand anderen? Eine andere Frau? Schon seit 4 Jahren. Eine andere Frau und... Also es gibt 2 Probleme. Du liebst noch jemand anderen und deine jetzige Freundin kommt mit deinem Kind nicht klar. Ja, genau. Ja. Wer ist das, den du da noch liebst? Ja, wir waren früher mal zusammen, also vor 4 Jahren. Und wir sind halt auseinandergegangen, weil ich dann weggezogen bin und so. Ja. Aber ich kann sie irgendwie nicht loslassen, aber sie mich auch nicht. Aber ich habe Angst, die andere das zu sagen. Ja, aber... Weil sie ja Alkoholikerin war. Weil sie Alkoholikerin ist? Ja. Also die jetzige Freundin ist Alkoholikerin?
Ja, also sie war es mal, aber sie, immer wenn es Probleme gibt, dann trinkt sie wieder. Ach so, du hast Angst, wenn du, wenn du ihr sagst, da sind noch Gefühle für die anderen, für die Ex-Freundin, ja, genau, dass du sie quasi ins Unglück stürzt. Ja, genau. Und ich will ja nicht, dass sie irgendwie Dummheiten macht oder so. Mhm. Hast du denn mit der Ex-Freundin noch Kontakt? Ja, wir telefonieren ab und zu mal, weil mein Sohn, der liebt auch die über alles. Mhm. Sie hat ja auch zwei Kinder. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die jetzige Freundin, mit der bist du ein Jahr, sagst du, zusammen? Ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass du mit ihr zusammengekommen bist? Hast du sie hast du sie am Anfang schon geliebt? Warst du verliebt? Naja, ich habe sie gern gehabt, ja. Also ich war oft oben gewesen und so. Oben gewesen? Da, ja, also bei ihr. Da habe ich halt gedacht, es klappt. Wohnt ihr in einem Haus? Nein. Nee. Nein, das ist schon ein Stück weit weg. Also. Ja, wo hast du sie kennen? Ich dachte, es könnte klappen irgendwie, weil die andere, die ist ja weit weg von mir. Ja. Und ja, und da glaube ich nicht, dass da noch irgendwie was draus wird, aber irgendwie habe ich noch sehr starke Gefühle für sie. Hm. Alleine, weil mein Sohn sie auch über alles dran hat. Ja, was war der Grund der Trennung zwischen dir und deiner Ex-Freundin? Ja, weil ich ja weggezogen bin. Ach, nur deshalb? Ja. Wie weit wohnst du? Sind wir dann auseinandergegangen? Wie weit wohnst du entfernt? Ich will 700. 700 Kilometer? Ja. Das ist natürlich wirklich weit. Aber trotzdem wundere ich mich, ich würde mich doch nicht von jemandem trennen, nur weil ich 700 Kilometer... Na, ich habe mich ja nicht getrennt, das war sie ja. Sie hat dann jemand Neues kennengelernt. Ach so. Und sie hat dann auch gedacht, dass es halt was wird, aber irgendwie hat sie auch neue Gefühle für mich und so. Ach so. Das heißt, eure Sache ist im Prinzip noch nicht geklärt. Nein. Ist denn deine Ex-Freundin jetzt mit ihrer neuen Freundin auch zusammen oder hat sich das auch schon wieder getrennt? Ja, die sind zusammen, ja, aber sie ruft mich immer ab und zu mal an und macht mich Hoffnung, dass sie mich noch liebt und dass sie zu mir kommen möchte. Aber dann meldet sie sich mal im Monat oder nicht und dann ruft sie mal wieder kurz an. Also auch eine komische Geschichte, ne? Ja, und ich habe auch noch nicht mal eine Telefonnummer von sie und so. Ich freue mich schon. Wie, du hast, anrufen. Moment, du hast nicht die Telefonnummer von deiner Ex-Freundin? Nein, sie hat eine neue und die kriege ich nicht. Warum? Keine Ahnung, warum. Ja, warum? Keine Ahnung. Ja, hast du sie nicht gefragt? Doch, ich habe sie gefragt. Sie sagt mich ja noch nicht immer, wo sie wohnt. Sie hat bloß gesagt, Nähe Bochum. Na, das klingt aber sehr komisch. Ja. Das klingt aber sehr komisch. Wieso aber gibt sie macht die... mich halt immer Hoffnung halt. Ja, aber was ist denn da los? Die gibt dir ihre Telefonnummer nicht. Sie macht dir irgendwie Hoffnung. Sie ruft dich manchmal an, aber dann wieder auch längere Zeit nicht. Was ist das für ein Affentheater? Na, sie hat zu mir gesagt, ich soll sie noch Zeit lassen. Ja, aber kannst du damit etwas anfangen? Naja, eigentlich nicht, weil das tut mir ja eigentlich nur weh. Ja. Also erstmal hat sie dich verlassen, ja, ne, weil ihr so weit auseinander wohnt, was ich schon... Ja, sie hat mich ja immer gesagt, ich bin ja öfters immer mit dem Zug hochgefahren, im Monat 2-3 Mal mindestens. Und da hat sie zu mir halt gesagt, ich soll sofort da hochziehen und so. Und da hat sie mich unter Druck gesetzt. Aber ich wollte halt nicht alles überstürzen. Mhm. Ich wollte es halt langsam angehen lassen. Mhm. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, dann ist Schluss. Ja. Mhm. Hat mich nicht die Chance gelassen, halt nicht die Zeit zu lassen. Ja. Ja, also das klingt, finde ich, schon merkwürdig. Und da wäre ich auch schon mal vorsichtig. Erst verlässt sie dich und dann... Das ist so Zuckerbrot und Peitsche irgendwie. Und dann wirft sie dir wieder ein Zuckerchen hin. Dann gibt sie dir aber nicht die Telefonnummer. Finde ich nie in Ordnung. Ich finde, so geht man nicht miteinander um. Vor allen Dingen, wenn man auch so lange zusammen war, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und wenn er wirkliche Gefühle... Der hängt ja auch sehr an sie und da leidet sehr darunter. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da irgendwie machen kann. Naja, ich finde, Isabel, du müsstest erstmal vielleicht also vor der direkten Tür kehren und Klarheit schaffen. Wenn du da mit einer Frau im Moment zusammen bist, die du eigentlich nicht liebst, so habe ich das gerade verstanden. Ja, hab halt nur freundschaftlich irgendwie. Ja, ich wollte eine Freundschaft aufbauen, aber irgendwie... Ja, aber dann solltest du diese Beziehung beenden. Wenn du die wirklich nicht liebst, diese Frau... dann hättest du da schon mal eine Klärung in deinem Leben. Und was dann mit der Ex irgendwie nochmal passieren könnte, ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde es nicht in Ordnung, mit jemandem zusammen zu sein und demjenigen auch so etwas vorzutäuschen, eine Beziehung vorzutäuschen, die für einen selbst keine Beziehung ist. Ja, darüber habe ich ja auch nachgedacht. Ich finde ja auch, dass es nicht richtig ist. Weißt du, auch wenn du sagst, das ist ja ehrenwert, wenn du sagst, ich möchte die Frau nicht ins Unglück stürzen, die ist Alkoholikerin, nachher wird die wieder rückfällig. Ja, das finde ich sehr, sehr nett von dir, dass du so denkst.
Andererseits aber muss sich deine Freundin oder diese Frau, die muss halt auch lernen, sich mit der Realität abzufinden und mit der Realität zu arrangieren. Und zur Realität gehört, dass du sie nicht liebst. Das ist dann halt so, auch wenn das für sie hart ist. Du kannst ja nicht nur aus Mitgefühl eine Beziehung mit ihr führen. Das geht ja nicht. Das ist ja eine Lüge. Das stimmt, ja. Da wirst du unglücklich bei und letztendlich sie auch, weil sowas kann man ja nicht so perfekt spielen. Und, ja. Und das Problem auch noch mit deinem Kind, das wollen wir ja auch nicht jetzt an den Rand schieben. Das ist ja auch ein wichtiges Argument. Sie ist ja auch sehr schlimm, weil sie möchte, dass ich jeden Tag zu ihr hochkomme, aber sie weiß ganz genau, dass ich einen Jungen habe. Mhm. Was heißt denn, du sagst immer hochkommen? Was heißt hochkommen? Wo? Naja, da wo sie wohnt halt. Das ist nicht weit weg, das sind ein paar Minuten halt. Ach so, das liegt ein bisschen höher von euch, deswegen sagst du das. Ja. Verstehe. Mhm. Und ich sage dann zum Beispiel, ich habe jetzt keine Zeit oder ich möchte mal zu Hause bleiben bei meinem Jungen. Mhm. Da sagt sie, ich soll hochkommen, wenn nicht, kommt sie runter und da sitzt sie die ganze Nacht vor meiner Tür. Und Isabel, klingelt. Geht nicht, geht alles nicht. Das geht nicht, das kannst du nicht machen, finde ich. Ich finde, da musst du eine klare Linie, eine Trennlinie ziehen. Ja, da werde ich mit so reden und ihr das sagen. Das finde ich schon, das musst du machen. Und dann musst du sehen, wie sich alles weiterentwickelt mit deiner Ex-Freundin. Ja? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Alles Gute, tschüss. Oh, Hildegard ist hier. Hildegard ist 81 Jahre. Ich freue mich sehr. Guten Morgen, Hildegard. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich sehe dich auch gerne. ich habe dich auch bei Schmidt gesehen. Ja. Toll. Das hat dir gefallen, das freut mich. Tolle Ausstrahlung und Intelligenz und so. Und das hat mich jetzt mal interessiert. Ich möchte mal mit dir reden. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich schon sagen. Mhm. Ich habe schon einem Kollegen von dir erzählt, bisschen, dass ich habe mich getrennt vor anderthalb Jahren. Ja. Nach 37-jähriger Ehe. Oh. Mein Mann ist 5 Jahre jünger, der ist 76 jetzt. Damals war er 74. Und er hat jetzt eine Freundin, die habe ich ihm auch noch besorgt, quasi halb und halb. Aber ich bin alleine und ich bin glücklich alleine. Nur habe ich nur eine Frage, es belastet mich ein bisschen, dass ich nach 37 Jahren ihn rausgeschickt habe praktisch. Ich habe eine Eigentumswohnung und er ist jetzt in Miete gezogen. Darf ich dich mal eben kurz unterbrechen? Hildegard, das ist ja schon ein großer Schritt, wenn man in deinem Alter sagt, ich trenne mich von meinem Mann, mit dem ich 37 Jahre zusammen war. Was war der Hauptgrund? Der Hauptgrund war das ganze Zusammenleben. Also wir haben wie Bruder und Schwester gelebt, aber es war auch keine Bruder- und Schwesterliebe mehr. Es war gar nichts mehr. Es war kein Kontakt mehr richtig da. Einer wollte links und der andere rechts. Er hat getrunken und hat sich sexuell pervers, würde ich sagen, befriedigt, was mich so abgestoßen hat. Wenn du sagen magst oder kannst, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Er hat sich auch... Also ich war mal zum Beispiel beim Arzt und war 2 Stunden weg und kam dann zurück und da sah ich durchs Garagenfenster, dass er hinter der Garage sich so ein Gestell gemacht hat mit Latten und sowas und wo er sich also richtig befriedigt hat. Ne? Ach so. Und da bin ich dann hin zu ihm, ich sage, was machst du denn hier? Und da sagt er, ja, ich sollte ihn doch nicht immer verfolgen und er könnte ja machen, was er wollte. Ja, also ich kann er ja auch, aber doch nicht in der Öffentlichkeit, das kann doch auch jeder sehen. Ja, ja. Ach, das konnte jeder sehen. Es ist oben so ein Glasdach ein bisschen, aber man kann seitlich reingucken. Ja, und er hat sich mit dem Lattenrost verlustigt da. Ja, und vom Staubsauger, das Rohr war weg und das war dann mit Lappen umwickelt, habe ich dann gefunden im Keller. Und das hatte alles unter seinem Bett und lauter Pornohefte und auch Überzieher voll. Also alles. Dabei hat er gar keinen mehr hochgekriegt. Also alles für dich äußerst unangenehm. Aber noch mehr als unangenehm. Gab es Gewalt auch? Hat nein, das nein. Nicht. Also mir Gewalt angetan überhaupt das nicht. Nein. Gab es denn in diesen 37 Jahren in der Anfangszeit auch gute Jahre für euch natürlich. Beide? Natürlich, ja. Auf jeden Fall. Sonst wäre es ja nicht 37 Jahre gewesen. Ja. Ne? Habt ihr auch Kinder gemeinsam? Nein, nee. Ich habe aus der ersten Ehe 2 Töchter. Das heißt, die eine ist auch umgebracht worden von ihrem Freund mit 24 Jahren. Mhm. Und die erste Ehe ist gescheitert. Das war auch... Trinke und Tabletten. Das heißt, du warst in diesen Mann auch mal richtig verliebt damals? Ja, ich weiß nicht, ob das Liebe war. Ich war damals alleine, 3 Jahre nach der Scheidung. Ja. Und mein erster Mann, der war sehr ernst und er konnte lachen. Ja, dieser Mann ja. konnte lachen und auch mal Witze erzählen und ja. so. Das hat mir gefallen, das war mal was anderes. Ja, verstehe.
So, jetzt, nach all diesen Misslichkeiten, die du gerade angedeutet hast, hast du ihn nun vor die Tür gesetzt. Ja. Was ist jetzt dein Problem? Weswegen rufst du an? Mein Problem ist, ob das richtig war oder ob das normal ist, sein Sexverhalten. Ob ich das falsch bewertet habe oder so. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Was ist normal? Na, normal, also zumindest, wenn man es gemeinsam macht oder auch wenn er sich befriedigt allein, ein Mann, das kann er auch. Aber diese viele Gestelle machen, ob das Gießkanne ist oder Wäschekörbe, es war alles kaputt. Mhm. Und da habe ich das gesehen auf seinem Tisch, habe ich das gesehen, nächsten Tag hat er es so stehen gehabt, hat er ein Mordsgestell, ich weiß nicht, wie er sich darauf gemacht hat. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, weil ich es nicht richtig verstanden habe. Was ist genau deine Frage? Meine Frage ist genau, ob ich das richtig gemacht habe. Ihn raus. Mich das belastet ein bisschen. Ach so, ob du es richtig gemacht hast, dich von ihm getrennt zu haben. Ja, und die Leute, weil sie mich ein bisschen verurteilen nach so vielen Jahren und er macht nach außen Druck, außen einen ein. Hildegard, natürlich hast du es richtig gemacht. Ich finde, ich bewundere das, wenn man in dem Alter noch die Entschiedenheit hat, zu sagen, nee, diese Beziehung ist tot. Die lebt nicht mehr. Und dieser Mann macht Sachen, die mich anwidern. Ja, ich möchte mit diesem Mann nicht in einer Wohnung mehr leben. Finde ich völlig in Ordnung. Finde ich, ziehe ja den Hut vor dir, dass du es gemacht hast. Ja, also ich bin sehr glücklich darüber und ich habe jetzt auch ein bisschen normalen Kontakt, auch mit seiner Freundin. Zu seinem Geburtstag hat er mich eingeladen gehabt und da war ich da und war auch ganz normal. Er lässt das Trinken jetzt wohl ein bisschen, weil er alleine lebt und er muss, ach so, das war auch noch ein harter Grund, warum ich mich getrennt war. Er hat mir kein Geld mehr gegeben. Das Geld auch, also wie ein Demenzkranker bald. Ne? Aber also, du kommst jetzt finanziell klar. Sehr knapp, aber sehr knapp. Es ist besser so. Das heißt, er war auch nicht so richtig böse auf dich, als du gesagt hast, ich will mich trennen? Doch. Oh ja. Aber das hat sich jetzt wieder ein bisschen eingerenkt. Das hat sich ein bisschen eingerenkt, nachdem er eine Freundin hat. Er konnte nicht alleine sein. Du hast gerade so beiläufig gesagt, du hast ihm die Freundin auch noch besorgt. Ja, ich hatte ihm eine Annonce reingesetzt in die Zeitung, damit er nicht alleine ist, damit er mir nicht auf den Geist geht. Er kam hier jeden Tag an und hat Krawall gemacht. Das ist aber sehr fürsorglich. Und er hat dann auch gleich die Freundin genommen. Nee, er hat dann eine andere kennengelernt, die im Haus wohnt bei ihm. Verstehe. Wie alt ist die Freundin? Die ist 15 Jahre jünger als ich, 65. 65. Ja. Ich habe sie näher kennengelernt, aber naja, die passt besser zu ihm. Also Hilgert, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich finde gut, was du gemacht hast. Und vor allen Dingen, du sagst, dass du dich jetzt besser fühlst. Ja, ich fühle mich, ich weiß, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben fühle ich mich frei. Na, was ist das für ein Satz, wenn du mit 81 Jahren das sagst? Ja. Das ist doch toll. Ich schreibe jetzt auch meine Erinnerungen auf und ich habe wirklich keine Langeweile oder so. Ja. Wer rümpft denn am meisten die Nase? Ja, man sagt so hintenrum, naja, du weißt ja auch, die Leute reden ja erst, nicht? Naja, sag ich, das höre ich nicht und möchte ich auch gar nicht hören. Ja, das ist die richtige Einstellung, finde ich. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Also, ich beglückwünsche dich zu deinem tatkräftigen Schritt. Ich finde es super. Ich habe mich gefreut, mit dir mal zu reden. Also, und genieße jetzt dein schönes, freies Leben. Ich genieße das wirklich jeden Tag. Ich habe eine Wohnung, meine Tochter gehört das Haus, ich habe einen Garten und habe Hund und eine Katze. Na, was willst du mehr? Und die zwei sind mir so treu und so lieb. Super. Und wenn du jetzt auch noch so einen netten Kontakt mit ihm hast, dass ihr euch mal ab und zu besucht, ist es doch noch besser. Und wenn ich mal Rasenmähen brauche oder so, kommt er auch. Ja. Er ist froh, dass er ein bisschen Beschäftigung kriegt, wenn er nur die Wohnung hat. Er war das ja auch gewöhnt, den Garten hier und alles. Ja, verstehe. Ist er alleine. Also ich habe gedacht, der dreht durch. Er war auch durchgedreht fast. Also, war bei meiner Rechtsanwältin und hat gesagt, dass ich für eine Schlampe bin. Ich würde mir wünschen, wenn ich in deinem Alter noch so fit und so tatkräftig wäre, wie du es bist. Ja, das sagt man mir immer wieder. Finde ich toll. Ich bin auch optisch noch fit genug und alles und beweglich und auch also unterhaltungsmäßig und so. Ja. Ich kann mich noch mit jedem unterhalten. Also, genieße dein neues, freies Leben. Ja, morgen ist das Thema, die Liebe geht weg und sowas. Die Schattenseiten der Liebe, genau. Hättest du auch zu anrufen können. Das hätte ich auch anrufen können. Aber ich dachte, ich komme vielleicht nicht durch und habe es heute probiert. Na, umso besser. Wir beide haben gesprochen. Ich freue mich sehr darüber. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Hilja. Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, tschüss. Alles Gute. Dir auch, tschüss. 0800 220 50 50. Hildegard hat es gerade schon angedeutet. Unser Thema morgen heißt die Schattenseiten der Liebe.
Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, ob ihr schon mal Erfahrungen gemacht habt mit schlimmer Eifersucht, mit Hörigkeit, mit Gewalt als, ja, als Nebenprodukt der Liebe oder was aus Liebe vielleicht resultiert ist. Vielleicht habt ihr auch schon mal etwas sehr Übles aus blinder Liebe herausgetan und sagt, das ist auch eine Schattenseite meiner Liebe gewesen. Oder manchmal geht die Leidenschaft ja in einer großen Liebe auch verloren, was oftmals ein großes Drama ist. Und dann könnte man auch sagen, das ist eine Schattenseite der Liebe. Also die Schattenseiten der Liebe. Wie habt ihr diese Schattenseiten schon erfahren? Vielleicht auch in ganz anderer Art und Weise, als ich es gerade hier beispielhaft genannt habe. Wenn ihr gerne mit mir morgen drüber sprechen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr per Mail oder ruft ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen ja hier geschaltet. Um 1 geht's dann los. Jetzt bin ich verbunden und begrüße Sie herzlich die Lisa, 22 Jahre. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich bin mit meinem Freund jetzt auseinander seit Januar. Mhm. Und ja, er ist schwer kokainabhängig. Und wir haben jeden Tag noch Kontakt und er setzt mich so ein bisschen unter Druck damit, dass er sich was antun will, wenn ich nicht zu ihm zurückkomme. Und das gerät momentan alles so ein bisschen aus den Fugen, sag ich mal. Wie lange wart ihr ein Paar? 4 Jahre. 4 Jahre. Und du sagst, er ist schwer kokainabhängig. Ja. Wie alt ist er übrigens? 24. Was heißt schwer kokainabhängig? Das heißt, dass er fast jeden Tag irgendwas sich durch die Nase zieht. Wie finanziert er das? Kokain ist teuer. Ja, er macht krumme Dinger, sag ich mal. Er, ja. Ja, was macht wie soll man das sagen? Er macht Einbrüche oder er klaut was und verkauft es und somit finanziert er sich das. Also er macht, sag ich mal, die Woche knapp 1.000 bis 1.500 Euro mit solchen Sachen. Hat er auch noch einen Beruf? Nein. Nee, das heißt, das ganze Leben dreht sich nur um die Droge? Eigentlich so. Beschaffung gesagt, ja. Und Konsum der Droge? Ja. Mhm. Und das ging die ganzen 4 Jahre so, während ihr zusammen wart? Nein, also wir sind zusammengekommen, da war er clean, also er hat nichts gemacht, er hat auch eine Vorgeschichte gehabt. Er hat damals schon sehr jung damit angefangen und nur mit diesen harmlosen Sachen, sag ich mal. Ich meine, harmlos ist es ja nicht, aber mit Ecstasy und in der Tat ist es auch nicht harmlos, ja. Mhm. Ja, und damit hat er aufgehört, dann hat er eine Zeit lang Anabolika genommen. Und dann irgendwann fing es an, dass er wieder angefangen hat, solche Sachen zu nehmen. Aber auch aufgrund daher, weil ich neugierig geworden bin durch seine Erzählung, dass ich damit auch angefangen habe. Mhm. Mache ich jetzt aber nicht mehr. Ach, ihr habt eine Weile sogar beide gekokst? Ja, jetzt nicht, ja, doch, so kann man es auch sagen. Jetzt nicht heftig im übertriebenen Sinne, aber wir haben es zusammen gemacht, weil ich halt wissen wollte, wie man sich dann fühlt und wie er sich auch gefühlt hat vor allem früher. Wie lange hast du es dann mitgemacht oder wie lange hast du es auch gemacht? Ein knappes Jahr, also jetzt nicht so übertrieben. Man hat vielleicht mal einmal im Monat sich ein Wochenende zusammengesetzt und hat so ein bisschen was gemacht. Du bist da komplett weg von? Mhm. Ja. Ja. War jetzt der Grund der Trennung, dass du das nicht mehr aushältst, mit einem Menschen zusammen zu sein, der so auf Droge ist? Ja. Eindeutig. Du hast gesagt, ich kann nicht mehr. Ja, weil es ist so oft, so oft vorgekommen, dass er mich auch angelogen hat in der Hinsicht und er hätte nichts gemacht und hin und her. Und ich bin ja nicht dumm, ich sehe das ja. Also wenn man selber sowas gemacht hat, sieht man das. Und er hat mich in der Hinsicht immer angelogen und ist auch sehr aggressiv geworden. Also er hat mich nicht geschlagen oder so, aber es war halt so, dass er immer sehr laut geworden ist. Wenn man so lange Kokain ist ja nun wirklich eine sehr, sehr schlimme Droge. Wenn du über einen langen Zeitraum Kokain nimmst, beobachtet man ja oftmals bei den Menschen auch so eine Persönlichkeitsveränderung. Ist das bei deinem Freund auch schon so? Ja, also es ist richtig heftig geworden. Ich erkenne ihn so auch nicht wieder. Manchmal kommt auch so sein altes Ich wieder durch. Dann werde ich auch meistens noch schwach und sage, okay, vielleicht haben wir noch irgendwann noch mal eine Zukunft zusammen. Aber momentan sehe ich einfach nur abgesehen von der Droge in ihm. Ja, abgesehen von der Droge. Musst du ja auch ständig im Konflikt sein, dass du ihm gut zureden solltest, die ganzen kriminellen Dinge sein zu lassen. Ja, das stimmt. Das ist auch so eine Sache. Also er ist jeden Abend weg. Er kommt zu mir hin und sagt, ich mache es nicht mehr, ich will beide sein, damit ich davon wegkomme, dass ich nicht mehr auf diesen Touren mitmache.
und ja, und im Endeffekt lässt er mich dann hier sitzen und geht wieder weg. Es ist immer dasselbe, er macht Versprechungen und es kommt nichts dabei rum. Ja. So kann man sagen. Er hat dann noch keinen ernsthaften Versuch unternommen, wirklich ein neues Leben anzufangen. Also er hat immer solche Anläufe gehabt, dann ging es eine Woche, zwei gut. Aber immer Eigeninitiative, er war nicht in der Drogenberatung, er war in keiner Klinik. Er war, ja, was heißt, in der Klinik war er schon, da war er einen Tag und hat gesagt, das sind alles Junkies und damit hätte er nichts zu tun und ist dann weggegangen wieder. Und ich war eigentlich in der Annahme, wir haben uns eine Woche lang da nicht gesehen, dass er dann wirklich da geblieben ist. Ja. Aber im Endeffekt war er einen Tag da und hat sich halt nicht getraut, sich damit zu melden. Verstehe. Wie oft meldet er sich jetzt bei dir? Noch? Er meldet sich eigentlich fast jeden Tag bei mir. Telefonisch oder kommt er vorbei? Beides. Und wie reagierst du dann? Ihr seid ja nicht mehr zusammen. Ja, also eigentlich, ich freue mich eigentlich, ihn zu sehen, aber auf einer anderen Art denke ich mir dann, ja, was er hier will, weil wenn ich nicht, ja, wie soll ich das sagen, wenn er das nicht hält, was er verspricht, dann kann er ja gleich wieder gehen, auch irgendwann nicht mehr. Aber er hält das ja nicht, was er immer wieder mal verspricht. Nein, überhaupt nicht. Was will er von dir? Er will, dass ich zu ihm zurückkomme und damit setzt er mich auch unter Druck, dass er sagt, also er gibt mir die Schuld, dass er jetzt so weit gekommen ist, wie er jetzt ist, sprich die Drogen und die krummen Dinger, die er da dreht. Also es ist alles meine Schuld, dass es so dazu gekommen ist, sagte er, weil ich Schluss gemacht habe und er sagt halt, ohne mich hätte das alles keinen Sinn mehr. Und so, ich stopp mal eben, sonst vergesse ich das gleich. Lass dir um Himmels Gottes Willen sowas nicht einreden, Lisa. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Der ist dafür verantwortlich, wenn der krumme Dinger dreht. Der ist dafür verantwortlich, wenn er Kokain konsumiert. Und der ist selbst dafür verantwortlich, dass er nicht versucht, einen Neuanfang zu machen. Du nicht. Du bist überhaupt nicht dafür verantwortlich. Ich finde deine Reaktion, sich von ihm zu trennen, finde ich richtig. Nach so einer langen Zeit ist das eine logische Folge, finde ich. Aber du machst es nicht konsequent. Ich weiß. Und das ist mein Problem. Das ist dein Problem. Ich finde, du musst es noch konsequenter machen. Du musst dich wirklich radikal von dem lossagen. Ich will ihn einfach auch, weil ich ihn eigentlich noch sehr liebe, will ich ihn nicht verlieren. Und ich habe einfach tierische Angst, dass ihm... Du verlierst ihn aber so. Du verlierst ihn so. Ich glaube, das ist ja das Schlimme bei diesen extremen Drogengeschichten. Ob im Alkohol ist es genauso. Dass man nur eine Chance hat, diesen Menschen zurückzugewinnen, wenn man ihn radikal von sich stößt. Wenn man ihn immer und immer wieder neben sich herlaufen lässt und immer ein bisschen hilft und zur Seite steht, so wie du das jetzt tust, in der Hoffnung, so ihm zu helfen, gerät er immer mehr unter die Räder. Weil helfen kann er nur sich selbst. Und helfen kann er nur, wenn er sich selbst wachrüttelt. Oder durch ein Ereignis wachgerüttelt wird, dass er sagt, es geht so nicht, ich muss was machen, wenn ich in eine geschlossene Klinik für ein paar Wochen oder ein paar Monate gehe. Aber er ist ja noch, so wie du ihn mir geschildert hast, sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, überhaupt so eine Selbstanalyse hinzulegen, dass er gefährdet ist. Also er sagt immer, er weiß, dass es nicht gut ist und er erkennt das Problem selber, aber im Endeffekt, er handelt nicht. Ja. Wir hatten auch er kam zu mir mitten in der Nacht und hat sich auf einer Art ein bisschen ausgeheult und wir wollten dann am nächsten Tag zusammen zum Arzt gehen. Ich habe gesagt, ich helfe dir, wir gehen zusammen zum Psychiater oder was auch immer und dass der sich um dich kümmert. Ja, und er ist wieder nicht mitgekommen. Das ist auch schon der falsche Weg. Du gehst nicht mit dem zusammen. Du kannst ihm vielleicht eine Adresse hinlegen und kannst sagen, hier ist ein guter Arzt für Drogen und hier ist eine gute Drogenberatungsstelle. Aber hingehen muss er selbst. Weißt du, in so einem Fall, du sagst, du liebst ihn noch. Und dir ist etwas an ihm gelegen. Ja. In so einem Fall wäre vielleicht ein Angebot an ihn sehr fair, wenn du zu ihm das so sagst, dass du ihn noch sehr liebst. Und dass du mit dem cleanen Mann wieder zusammen sein möchtest, den du mal kennengelernt hast. Ja, das sag ihm, jetzt. Sag das ihm, ich. Pass auf, sag ihm, du liebst ihn, aber du willst ihn ein halbes Jahr nicht sehen. Und in diesem halben Jahr muss er etwas unternommen haben, um wirklich zu unterstreichen, dass er es ernst meint, dass er es auch ernst meint mit der Liebe zu dir. Denn die Liebe zu dir kann nur funktionieren, wenn er von der Droge weg ist. Sag ihm, dass du auf ihn wartest, wenn du das möchtest. Sag ihm, ich bin im Dezember noch da. Aber bis dahin will ich dich nicht ein einziges Mal mehr sehen. Und du musst alles unternehmen, was in deiner Macht steht,
um dich aus dem Sumpf rauszuziehen. Und wenn er das geschafft hat, wenn er in einem halben Jahr, wenn du siehst, wenn du im Dezember sehen würdest, er hat das und das und das und das gemacht, wäre das natürlich eine tolle Sache. Und es würde ihn auch motivieren, es zu tun. Das heißt, er würde sich nicht vollkommen alleine gelassen fühlen, denn er weiß, im Dezember ist meine Freundin Lisa da. Ja, das sagt sich alles so leicht. Ich weiß. Aber er ist so hartnäckig, dass das Problem ist, ich habe das so ähnlich schon mal gemacht. Mhm. Er macht Terror, der klingelt hier, der steht auf meinem Balkon und bollert vor der Scheibe, lass mich rein. Da rufst du die Polizei, da musst du harte Bandagen anlegen. Das geht nicht, er kann dich ja nicht, das ist ja eine Erpressung, was er da macht. Es ist ja schon eine Unverschämtheit, dass er zu dir sagt, du bist daran schuld, dass er kriminell ist und jetzt noch mehr Drogen genommen hat. Das ist doch schlimm, das darfst du dir gar nicht gefallen lassen. Ich glaube, du bist schon so in diesem System drin, dass dir gar nicht mehr auffällt, was das für ein Hammer letztendlich ist, was der da mit dir macht. Der hat dich voll in der Hand und mit reingezogen schon in die Sache. So, das ist so mein Vorschlag. Jetzt möchte ich aber auch, dass du nochmal gerne ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Darüber hinaus kann er dir vielleicht auch noch ein paar Adressen geben, die du an deinen Freund weitergeben kannst. Aber auch nicht mehr. Das muss er, alles andere muss er alleine machen. Die Organisation eines Termins und so weiter. Mhm. Und du kannst auch nochmal die Einschätzung von meinem Psychologen hören. Ja. Ja? Ja. Ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt, was ich sagen kann. Ja. Letztendlich ist es zusammenzufassen in einem Wort. Härte, oder in zwei Worten. Härte zeigen. Ja. So, liebe Lisa, dann bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe, der Peter, ruft dich jetzt gleich an. Alles klar, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Markus. Und Markus ist 31. Hallo, Markus. Hallo. Markus, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um die Internet-Pokersucht. Die Internet-Pokersucht? Ja. Du pokerst per Internet. Genau. Und bist süchtig. Kann man so sagen, ja. Also ich schätze mich selber süchtig ein. Wie viel pokerst du? Wie oft? Wie lange? Am Tag 10 Stunden. Am Tag 10 Stunden? Ja. Und jeden Tag? Jeden Tag. Seit wann schon? Knapp 2 Jahre. Wie bitte? 2 Jahre? Jeden Tag 10 Stunden Poker? Ja. Würde ich auch von einer heftigen Sucht sprechen. Ja, aber ich habe bis jetzt Glück gehabt und habe nur keinen Verlust. Das ist das Gute bei mir. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Finanziell noch keine Verluste? Nein. Das heißt, das hat sich immer irgendwie so auslaviert oder so ausgeglichen? Nee, ich bin 5.000 im Plus, kann man sagen. Also ich gucke da schon drauf, dass ich nichts verliere. Ja. Bei mir hat es angefangen, als ich will den Anbieter jetzt nicht nennen. Ist das eigentlich, ich muss mal ganz blöd fragen, ist das überhaupt legal, was du da machst? Ja. Oder ist das illegal? Es gibt verschiedene Poker-Anbieter und da gehört auch ein gewisser... Naja, keine Namen. Ja, keine Namen, klar. Und da kriegt man erst Spielchips. Ja. Da kann man um Spielgeld spielen. Okay, aber was du machst, meinst du, dass das legal ist? Ja. Okay, gut. Also in Deutschland ist es noch legal, in Amerika ist es verboten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du arbeitslos bist? Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Maurer. Mhm. Du bist im Moment im Plus mit 5.000 Euro. Gab es denn zwischendurch auch schon mal heftige Dellen, wo du im Minus warst? Nee, das bis jetzt noch nicht. Aber das Problem ist bei mir, ich kann nachts nicht schlafen. Ich spiele immer nachts bis morgens. Da wundert es mich sehr, dass wir beide jetzt miteinander reden können. Ja, ich hab's nebenher laufen. Ach, das ist nebenher laufen? Mhm. Ja. Aber ich spiele es derzeit nicht. Das nächste Turnier beginnt erst um 3 Uhr morgens. Mhm. Man kann sich da anmelden und so, aber es ist eine Sucht. Und ja. Man kann sich ja immer das Geld auszahlen lassen. Und ich will davor warnen, weil man kann auch nebenher chatten bei diesen Pokern. Mhm. Und viele Leute, also haben sich schon den Strick genommen, deshalb. Ja, finde ich sehr gut und sehr legitim, dass du warnst. Jetzt geht es ja um dich und du solltest dich selbst warnen. Ja, aber... Du sagst zumindest schon mal ganz klar und eindeutig, ich hänge da volle Kanne drin, das ist eine Sucht. Ne, so sagst du es. Ja. Du redest das nicht schön. Nee. Ich habe auch Schlafstörungen, ich fange an zu zittern nachts. Wenn ich jetzt bei Freunden eingeladen bin, ich kann jetzt ab 10 Uhr abends muss ich weg, ich muss vor dem Computer. Ich muss
spiele. Ab 10 Uhr bis morgens um? 7, 8 Uhr. Und dann gehst du ins Bett? Nee, da gehe ich, ich habe nebenher, tue ich ehrenamtlich was machen, weil ich möchte ja nicht jemanden auf der Tasche liegen im Staat, weil ich bin ziemlich übergewichtig. Ich kriege Magenband, hoffe ich bald. Ja. Und ich tue nebenher, also Leuten halt ehrenamtlich helfen. Ach so, das ist ja auch noch sehr, sehr lobenswert. Das heißt, wie schaffst du das? Du musst ja auch mal irgendwann dann schlafen. Wann schläfst du? 3 Stunden am Tag, 4 Stunden. 3 Stunden und dann irgendwann nachmittags oder am frühen Abend oder so? Ja, genau, so zwischen 5 bis 9 ist so. Du bist übergewichtig. Wie viel wiegst du? 180 Kilo. 180 Kilo. Wie groß? 1,85 Meter. Ja. Gibt es da Zusammenhänge zwischen der Sucht und dem Übergewicht? Ja, es hat bei mir schon in der Kindheit angefangen mit diesen Geldspielautomaten, weil ich habe kein Selbstvertrauen gehabt. Und durch diese Geräte früher habe ich dann auch mein Selbstvertrauen gestärkt. Also, aber das heißt, psychologische Behandlung deshalb. Bitte? Ich war auch in Behandlung deshalb. Ach so. Ist es denn jetzt, seitdem du pokerst, mit dem Übergewicht noch schlimmer geworden? Besser geworden. Ich habe abgenommen, weil ich, wenn ich poker... Bist du nicht. Ich rauche bloß. Also, verstehe. Wie sieht's denn sonst im Leben aus? Freundin, Frau? Nein, also das ist... Sex? Frau, keine. Kind habe ich seit 7 Jahren nicht mehr gesehen. Ein Kind hast du auch? Ja, mein Sohn... ich habe mal auf meinen Sohn aufgepasst, 1 Jahr, als kam auf die Welt. Und meine Ex-Freundin hat gesagt, hat eine Lehre gemacht. Da habe ich gesagt, mach die Lehre zu Ende. Ich habe meine Lehre schon, weil sie hat noch 1 Jahr zu lernen gehabt. Da habe ich ihr gesagt, mach die Lehre zu Ende, weil eine Frau braucht auch ihren Beruf. Ja, dann habe ich 1 Jahr aufs Kind aufgepasst. Und an dem Tag, wo sie ihre Lehre beendet hat, hat sie Dankeschön gesagt und war weg. Einfach weg. Und das Kind? Mitgenommen. Mitgenommen. Und du weißt nicht, wo sie ist? Nein. Ach. Nein. Das Jugendamt hat mich angeschrieben, dass ich zahlen soll. Ich habe auch gezahlt. Ja. Und da wollte ich mein Kind halt auch sehen. Ja. Und das Jugendamt gibt nicht die Adresse aus? Doch, aber sie ist wie verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Das heißt, du hast jetzt wie viele Jahre dein Kind nicht gesehen? 7 Jahre. 7 Jahre hast du dein Kind nicht gesehen. Das ist aber hart. Ja. Das ist aber schlimm. Das ist aber wirklich sehr, sehr schlimm und sehr traurig. Ja. Aber was soll ich machen? Okay, das ist jetzt ein Teilaspekt deines Lebens. Das ja, Wichtigste ist... Da kam noch das dazu mit meiner Oma. Ich habe jetzt meine Oma im August verloren, letztes Jahr. Ich habe meine Oma die letzten 3 Jahre ihres Lebens, die hat Demenz gehabt, auch noch gepflegt. Und dann ist sie auch noch verstorben. Also hast du ja schon eine ganze Menge mitgemacht. Ja, aber... Aber das heißt, da blieb keine Zeit für eine neue Partnerin oder für eine Affäre mal oder sowas? Doch, ich habe eine Freundin nebenher gehabt, aber... Aber im Moment nicht? Nee. Nee, das ging ja zeitlich nun gar nicht. Nee, ja. Das ging ja nicht. Und mit meinem Gewicht findet man auch keine Frau, schätze ich mal. Das ist schwierig, das glaube ich, ja. Ja. So, Markus, jetzt ist aber zurück zur Pokersucht. Wenn man die Erkenntnis hat, dass man nach irgendetwas süchtig ist, ob das nur ein Rauschgift ist, ob man magersüchtig ist oder ob man pokersüchtig ist. Nach der Erkenntnis folgt eigentlich immer der nächste Schritt, das wäre der erste Versuch, davon wegzukommen. Hast du diesen Schritt schon mal unternommen? Ja, ich bei uns, also ich will die Stadt jetzt nicht nennen, gibt es ein Institut extra für seelische Gesundheit. Da habe ich schon Termine gehabt, aber die kennen das nicht, das Internet-Pokersucht. Also wenn ich jetzt Geldspielautomat süchtig wäre oder diese Sportwetten, das kennen sie, aber das Internet ist auch immer präsent, das Internet. Okay. Ich mache den Fernseher an. Okay, du warst jetzt bei der Beratungsstelle, die das nicht kennt, dann ist das die falsche Beratungsstelle. Hast du denn an deinem Verhalten schon mal versucht, eigenständig und eigeninitiativ etwas zu verändern? Na, wie Verhalten? Indem du dir zum Beispiel beispielsweise mal vorgenommen hast, heute Nacht mache ich es nicht. Gab es schon mal so ein Vorhaben? Ja, ich habe mich mal sperren lassen. Man kann sich sperren lassen. Ja, das ist auch schon mal ein guter Schritt. Und aber... Und dann? Trotzdem. Ich hab noch mehrere Accounts bei mehreren Anbietern und dann spielt man trotzdem. Das ist, weil man langweilig ist und... Ja. Zum Beispiel könnte man das ganze Internet ja auch abklemmen. Ja, da lachst du. Es geht auch ohne. Es gibt viele Menschen, die ohne Internet leben. Das geht auch. Vor allen Dingen in so einer Notsituation, wie in der du steckst. Ja, aber da gibt es auch Internetcafés. Mhm.
Und dann, die haben nonstop um die Uhr geöffnet. Mhm. Die gibt's auch in deiner Stadt? Ja, natürlich. Mhm. Ja. Ja, also natürlich müsstest du oder musst du mit allen nur erdenklichen Mitteln da jetzt vorgehen, weil sonst frisst dich diese Sucht in der Tat auf. Und du hast ja noch großes Glück gehabt, dass du dich nicht verschuldet hast dabei. Das ist es. Also darum ist... Natürlich wäre eine sehr gezielte, ordentliche psychologische Betreuung, eine Gesprächstherapie, eine Verhaltenstherapie, ich weiß es nicht, da müsste man gucken, was das Richtige für dich ist, wäre angesagt, damit du Strategien einfach entwickelst, dich selbst davor zu schützen. Also ich hoffe halt bloß, dass der deutsche Staat es verbietet, am besten. Bitte? Dass es verboten wird, so Pokerseiten. Mhm. Gut, solange können wir ja nicht warten. Solange solltest du auch nicht warten. Nee. Du musst jetzt was unternehmen. Gibt es eigentlich auch die Hoffnung für dich, auch wenn du vielleicht ein bisschen mehr abgenommen hast, dass du in deinen Beruf wieder zurück könntest? Nee, mein Knie ist kaputt. Du bist ja noch ein Junge. Ich habe einmal die Bänder gerissen und... Wie ist denn deine Perspektive? Du bist ja noch ein junger Kerl, 31 erst. Wie wär's mit deiner Umschulung? Wenn es so einfach wäre, ich habe mich schon als Bürokaufmann und bei uns die AGE lässt halt sich da viel Zeit. Da ist man bloß eine Nummer und man fragt halt nach, aber da kommt nichts. Aber vielleicht es ist natürlich leicht immer so die Schuld auch an anderen, zu anderen zu delegieren. Aber ich glaube, dass, also ich will das nicht runterspielen, dass du sagst, das ist schwierig. Aber ich glaube, wenn man noch vielleicht ein bisschen mehr Elan dahinter hängt. Ja, ich versuche das ja. Wissen Sie, ich versuche schon jetzt mit dem Abnehmen. Ich habe 250 Kilo gewogen. Mhm. Finde ich ja toll. Ja, das ist doch. Deswegen, das höre ich ja auch raus. Wenn du das jetzt gerade sagst mit dem Abnehmen, das heißt, da hast du schon eine ganze Menge geschafft und du willst das mit dem Magenband machen. Ja. Du sagst, ich habe mich so weit erkannt, dass ich in einer Sucht drin stecke. Ich will da raus. Ich mache ehrenamtliche Sachen. Finde ich alles toll. Deswegen glaube ich, dass du vom Typ her ein Karl bist, der das auch schafft. Der irgendwie jetzt da reingeraten ist in den Strudel, den man nur gezielt auch unterstützen muss, der dann aber auch die Eigenleistung auf den Tisch legt. So, jetzt würde ich nämlich gerne, dass du mit meinem Psychologen redest, dass der dir mal genau sagt, welche Art von Therapie und welche Anlaufstellen du da anfahren müsstest in deiner Umgebung. Okay. Und dann musst du es machen, annehmen. Markus. Ja, und dann ich bedanke mich und wünsche dir alles Gute und viel Glück vor allen Dingen. Ja, ich hätte eine Frage, könnte ich ein Autogramm kriegen vielleicht? Du kannst meinem Psychologen deine Anschrift sagen. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute, toi toi toi. Danke. Tschüss. Und Melanie, ist 29. Hallo Melanie. Ja, hallo. Melanie, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe deswegen an, weil ich seit circa 3 Jahren eine Beziehung zu einem verheirateten Mann habe. Mhm. Das Problem ist, also bis jetzt gab es eigentlich kein Problem, es war auch von vornherein abgeklärt eigentlich alles, dass es eine Affäre mehr oder weniger sein sollte. Ja, nur leider habe ich heute festgestellt, dass ich schwanger bin. Von diesem Mann? Von diesem Mann, ja. Und also ja, wir haben alle nicht an Verhütung gedacht? Ja, doch, ich habe die Pille genommen, ich war aber in Urlaub allerdings und mein Koffer ist verwechselt worden. Verstehe schon, Und dadurch habe ich den Koffer erst ein paar Tage später wieder gegeben. Ja, und so weiter. Ne? Ja. Irgendwelche Ausreden hat man immer. Und an den Abend halt ist es passiert und wie auch immer. Vor einem Jahr ungefähr ist das, also das Problem ist jetzt das eigentliche, ich war vor circa einem Jahr schon mal schwanger von ihm und habe abtreiben lassen und seitdem stand auch definitiv für mich fest, dass ich dies nicht mehr tue. Mhm. Aber... Melanie, wie kann man denn dann so fahrlässig sein, wenn du erstmal überhaupt schwanger zu werden in einer solchen Situation? Und dann das zweite Mal auch noch schwanger zu werden. Das verstehe ich nicht. Den Koffer habe ich ja erst danach bemerkt. Ja, dann gibt es auch dazu sagen. Ja, gut. Also die Einzelheiten will ich jetzt nicht diskutieren. Ich finde, wenn man wirklich verhüten will, dann funktioniert das auch. Da gibt es ja nur auch doppelte Maßnahmen, die man ergreifen sollte, und um auf Nummer sicher zu gehen. Diese Affäre ist nur eine Affäre, es ist keine Liebesbeziehung. Ja doch, also es ist schon eine Liebesbeziehung. Von seiner Seite aus auch? Von seiner Seite aus auch. Aber? Ja, es ist nur so, dass die Familie da im Vordergrund steht. Da hängt zu viel mit dran, die Eltern, das Finanzielle, die haben ein Haus oder mehrere Häuser auch. Und er hat von vornherein gesagt, dass er sich nicht trennen würde, was für mich auch gar kein Problem ist. Es ist für mich auch... Also ist die Sache erledigt. Es gab mal Zeiten, da habe ich mehrmals drüber nachgedacht und kam damit auch nicht so ganz zurecht. Ja, hör mal, da kommt man auch nicht mit zurecht. Wenn man selbst wirklich liebt
kommt man damit nicht zurecht, dass der andere sagt, ich trenne mich nie. Aber gut, die Phasen sind vorbei, dass ich darüber nachgedacht habe oder so. Weiß er das jetzt? Weiß er das jetzt, dass du schwanger bist? Das ist ja das Problem. Er weiß es nicht. Und eigentlich, ich will ihn ja auch, sag ich mal, so ein bisschen schützen. Er soll nicht seine Familie oder irgendwas, ich will da nichts kaputt machen oder so. Nein, hör mal. Deswegen ist jetzt meine Sorge, das, was ich mache. Am liebsten würde ich es gar nicht sagen. Nein. Also du bist ja absolut sicher, dass du es ist klar, dass du das Kind haben möchtest. Ja. Also es gibt keine Gedanken an Abtreibung. Nee. Bitte? Nein, das ist nicht da. Definitiv. So. Ja. So, dann ist der Fall, finde ich, klar. Dann wirst du ihm das sagen, natürlich. Ja, aber. Nee, nix aber. Ihr seid erwachsene Menschen, ihr seid dafür verantwortlich. Und was heißt, du zerstörst da etwas? Er trägt dafür ja nur auch Verantwortung. Er hat sich auch auf die Geschichte mit dir eingelassen. Und die Geschichte birgt eben die Gefahr, wie wir jetzt sehen, dass dann auch mal eine Schwangerschaft entstehen kann. Und dann müsst ihr beides gemeinsam halt jetzt irgendwie regeln, wie auch immer. Aber gar nichts zu sagen, finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Überhaupt. Ja, weil es eigentlich von vornherein so abgemacht war oder von meiner Seite dann auch aus, dass ich seiner Familie oder so nichts will, dass das alles für ihn so bleibt, wie es ist. Das musst du dann mit ihm klären, dass es nicht den Anschein erweckt, dass du ihn damit erpressen willst. Sowas. Ne? Ja. Melanie, meine Sendung ist gleich rum. Ich möchte dich aber nicht so schnell hier abfertigen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht war Volker Tarke und morgen heißt unser Thema die Schattenseiten der Liebe. Was sind für euch die Schattenseiten der Liebe? Was habt ihr schon alles an Schattenseiten erlebt? Eifersucht, Hörigkeit, Gewalt, vielleicht etwas aus blinder Liebe getan, verloren gegangen, Leidenschaft und so weiter und so weiter. Morgen 1 Uhr Radio 12, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, bis morgen.